Kerschi, am Ende ist es ein 0:0 im Hinspiel gegen Debrecen. So kurz nach Spielschluss, wie würdest du das Spiel analysieren? Ja, es war eigentlich der erwartet schwere Gegner, sehr spielstarker Gegner. Ich glaube, dass wir es trotzdem über weite Strecken des Spiels ganz gut gemacht haben, dass wir sehr, sehr viel Ballgewinne gehabt haben, das, was wir uns auch vorgenommen haben, hohe Ballgewinne. Es hat dann einfach gefällt, dass wir das besser zu Ende gespielt haben und noch mehr Torchancen rausspielen. Es waren schon einige Chancen da, leider haben wir das Tor nicht gemacht. Welche Erkenntnis kann man auch über den Gegner vielleicht mitnehmen für das Spiel, fürs Rückspiel in einer Woche? Ja, wichtig ist mir, dass wir im Rückspiel genauso dagegen halten wie heute, körperlich, zweikampfmäßig. Das war schon okay. Und wie gesagt, die Möglichkeiten, die uns bieten, die definitiv heute auch da waren, nächste Woche einfach besser fertig spielen und Tore erzielen. Abgesehen von den Toren, wie kann man es vielleicht nächste Woche noch besser machen, dass man vielleicht noch mehr Zugriff aufs Spiel bekommt? Ja, vielleicht da Kontersicherung besser, Restverteidigung besser machen. Da haben wir, glaube ich, dann zweite Halbzeit gegen Ende die eine oder andere Möglichkeit des Gegners, gute Möglichkeit des Gegners zulassen. Da haben wir uns dann nicht clever angestellt. Und ja, wir werden das Spiel gut aufarbeiten, gut analysieren und dann werden wir im Rückspiel schauen, dass wir es noch besser machen. Krülli, das, was die letzten Tage sehr gut funktioniert hat oder Wochen sogar, warum hat es heute nicht geklappt, dass man vorne das eine wichtige Tor vielleicht erzielt? Ja, wir haben es dann am Endeffekt nicht sauber fertig gespielt. Also wir haben sicher den einen oder anderen Ballgewinn gehabt, weil wir gewusst haben, dass sie sehr viel ausspielen wollen. Und ja, haben es dann leider nicht gut fertig gespielt und deswegen haben wir dann auch keinen Tag gemacht. Hat man Debrecen so erwartet, wie sie heute aufgetreten sind? Ja, auf alle Fälle. Wir haben gewusst, sie sind eine spielstarke Mannschaft, sie trauen sich Fußball spielen und ja, sind hinten auch dann sehr, sehr gut gestanden und haben clever verteidigt. Und ja, wir haben gewusst, dass das eine gute Mannschaft ist. Was bedeutet das torlose Remis heute für das Rückspiel in einer Woche? Ja, dass noch alles offen ist. Also ja, es kann alles passieren. Also wir werden natürlich da hinfahren und uns natürlich wieder am Plan erarbeiten, dass wir da weiterkommen und ja, dann sehen wir, was dann am Endeffekt rauskommt. Krülli, vielen Dank und gute Regeneration.